Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gendefekt und werden blind. Da fragt man sich, gibt es eine Methode, die einem das Augenlicht wieder zurückgibt, also dass man wieder sehen kann? Es gibt tatsächlich ein Forschungsprojekt an der ETH Zürich, das Hoffnung macht. Angeregtes Gespräch im Labor des Departements für Biosysteme der ETH Zürich. Thema ist ein Forschungsprojekt von Dr. Benjamin Gaub zur Heilung der Augenkrankheit Retinitis pigmentosa, an welcher Christina Fasser schon als Kleinkind litt und bei ihr mit 45 Jahren zum vollständigen Sehverlust führte. Bei einem normalen Retinitis pigmentosa sieht man dort, wo man hinschaut, gut, aber alles andere sieht man nicht. Und was man nicht sieht, weiss man nicht, dass es existiert. Ich hatte ganz lange ein kleines, zentrales Gesichtsfeld, das ich gut gesehen habe. Das heisst, ich habe oft mal so zwei, drei Buchstaben gesehen. Gegen Schluss ist es mal ein Tag ein bisschen besser, ein Tag ein bisschen schlechter. Und da passt sich halt eben auch an. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht mehr lesen konnte, ohne Hilfsmittel. Das war einschneidend, weil ich es sehr gerne gelesen habe. Patienten mit Retinitis pigmentosa haben Gendefekte, welche die lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut, die sogenannten Photorezeptoren, absterben lassen. Das Auge kann keine Lichtsignale mehr empfangen. Das visuelle System bleibt jedoch zum größten Teil intakt. Unsere Therapie beruht darauf, bestehende Zellen in der Retina zu neuen Photorezeptoren umzuwandeln. Das sind dann die Zellen, die hier in grün gezeigt sind. Und das können wir entweder machen in der retinalen Ganglienzellschicht oder weiter oben in der bipolaren Zellschicht. Und einfallendes Licht kann durch die neuen Photorezeptoren empfangen werden. Signale können demnach wieder weitergeleitet werden ins Gehirn. Und es entsteht wieder eine Sinneswahrnehmung des Sehens. Christina Fasser verfolgt als Betroffene und Präsidentin der Selbsthilfeorganisation Retina International die Entwicklung und Erfolgschancen neuer Gentherapien. Es ist ein ganz interessanter Ansatz. Gewisse sind jetzt schon in der Phase 1 von klinischen Versuchen, ähnliche Approaches. Und es ist sehr interessant zu sehen, es geht auf ein natürliches System. Also wäre auch von der Wahrnehmung her auf dem rechten Weg. Wir programmieren im Labor therapeutische Viren und die übertragen die Informationen für biologische Lichtschalter in die Zielzellen der Retina. Wir injizieren Viren in die Augen von blinden Mäusen und die Viren übertragen dann, ähnlich wie Postboten, Informationen zu den Zellen in der Retina und dadurch können künstliche Photorezeptoren generiert werden, die zur Regeneration des visuellen Systems beitragen. Wir haben ein Verhaltensexperiment gemacht, in dem wir zeigen konnten, dass geheilte Mäuse wieder sehen können. Läuft folgendermaßen, das ist ein Labyrinth gefüllt mit Wasser. Mäuse können schwimmen, mögen das aber nicht und man kann Mäuse trainieren, dass sie zu einem blinkenden Licht schwimmen und dadurch belohnt werden, indem sie aus dem Wasser herauskommen. Die Maus, hier oben zu sehen, kann sich entscheiden, ob sie links oder rechts schwimmt, entscheidet sich dann für das blinkende Licht und findet zielstrebig ihren Platz. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Maus wieder sehen kann. Ein erfolgsversprechender Ansatz. 2019 wird eine amerikanische Firma im Rahmen von klinischen Studien diese Therapie an Menschen testen. Dann kann vielleicht in ungefähr 10 Jahren die Retinitis pigmentosa mit dieser Therapie behandelt werden. Es wäre sehr interessant, einmal zu schauen, was dort passiert und auch, wie es geht, wenn man blind wird, das weiss ich jetzt. Wie es geht, wieder zu sehen, würde mich jetzt sehr interessieren.